Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute gibt es den letzten Part von meiner großen Deutschland-Tour. Aber bevor das Video beginnt, möchte ich nochmal ganz kurz auf die Fendo-Tour hinweisen, die ich jetzt demnächst starte. Ihr habt vielleicht schon meinen Community-Beitrag gesehen, ansonsten verlinke ich euch den nochmal. Aber ich habe jetzt ein paar mehr Infos für euch, und zwar findet die Tour am 17.11.2019 statt. Das stand auch bisher immer fest. Startpunkt ist um 8.30 Uhr morgens. Dadurch, dass wir langsam fahren und viele Pausen machen, werden wir, denke ich mal, irgendwann gegen Mittag dann in Venlo eintrudeln, können Pommes essen und können entspannt zurückfahren. Und Treffpunkt ist Essen Hauptbahnhof. Es ist auf der Karte quasi ganz leicht ersichtlich, und ihr könnt euch gerne auch mal die Tour auf meinem Strava-Account angucken, verlinke ich auch mal unten. Ansonsten, wenn ihr Fragen zur Tour habt, schreibt mir ruhig einfach eine E-Mail, schreibt mir einen Kommentar. Wenn ihr mitkommt, würde ich mich sehr freuen. Es haben schon sehr viele Leute Interesse gezeigt, oder viele Leute haben gesagt, dass sie mitkommen. Und ich bin mir sicher, dass man da einen schönen Tag zusammen hat. Jetzt geht's aber weiter mit dem Video und viel Spaß. Und damit ganz herzlich willkommen zum vielleicht letzten Tag der Bikepacking-Tour. Auf jeden Fall, hier seht ihr jetzt nochmal meinen Schlafplatz bei Licht. Es ist gerade erst 6.20 Uhr. Es ist übel kalt. Überall ist dieser Nebel hier, den man vielleicht auf der GoPro-Aufnahme nicht sieht, aber ich sehe ihn auf jeden Fall. Ja, und vielleicht versteht ihr jetzt, was ich meine, von wegen kein guter Schlafplatz. Sollte man eigentlich nicht machen, aber da hinten ist die Feuerwehr. Da waren gestern Abend noch Leute, mit denen hatte ich einmal gesprochen, die meinten, gar kein Ding und so, kannst du einfach pennen, stört eh keinen. Und ja, das hat mich dann doch beruhigt und ich konnte deutlich besser schlafen. Zeltchen steht hier. Und ich packe jetzt meine Sachen ein, ziehe mich warm an und frühstücke erstmal irgendwo. Weil hier auf der nassen Wiese finde ich das jetzt gerade nicht so schön. Außerdem ist hier noch ein bisschen arg frisch, wenn man das sieht. Man sieht auch noch meinen Atem so. Ja, könnt ihr euch vorstellen, es ist ein bisschen frischer gerade. Also bisschen was anziehen, frühstücken und dann mal gucken, wo es hingeht. Jetzt ist alles zusammengepackt und so, hat ein bisschen länger gedauert. Es ist kurz nach 7 und ich frühstücke jetzt erstmal auf der Bank hier bei mir direkt. Ich wusste noch, dass sie da ist, aber ich habe es schon wieder ein bisschen verdrängt irgendwie. Ja, hier zum Sonnenaufgang frühstücken. Hier ist die Sonne. Und ziemlich genau da hinter der Hecke habe ich gepennt. War eigentlich jetzt doch eine ganz coole Nacht. Hab ein paar Sterne fotografiert. Ich blende euch jetzt mal das Bild ein. Und ja, auf jeden Fall echt nice. Ich bin jetzt einfach nur happy, dass ich schlafen konnte. Und ich bin vor allem happy, dass ich jetzt essen kann. Und das werde ich jetzt auch ziemlich genießen, denn ich habe gestern Abend eigentlich nichts mehr gegessen und habe jetzt übel Hunger. Nach dem kleinen, aber ausgiebigen Frühstück ist es jetzt 9.17 Uhr und es wird bergig. Ich bin die ersten 20 Kilometer jetzt gefahren ungefähr. Und es wird wirklich bergig. Oh, zumindest steil. Letzter Berg, kleinster Gang. Eigentlich bräuchte ich noch so 2-3 Gänge mehr, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Sonne, es wird langsam warm. Wobei ich glaube, das meiste kommt vom Bergfahren jetzt gerade. Aber alles gut. Hintern geht. Beine gehen auch. Ich bin mal gespannt, wie lange noch. Ob es wirklich bis zum Ende reicht oder ob es zwischendurch Probleme gibt. Oh. Also Bergfahren plus Reden ist noch mal anstrengender. Das könnt ihr euch eigentlich gar nicht richtig vorstellen bestimmt. Probiert es ja mal einfach aus. Ihr werdet merken, dass man noch weniger Luft kriegt und so. Kilometer Nummer 50. Ich bin gerade aus Greven jetzt raus hier. Richtung Münster geht's jetzt. Das heißt, ein Drittel ungefähr der Strecke ist geschafft. Hab eine kurze Pause beim Aldi gemacht. Einmal einkaufen, aber viel wichtiger, wirklich einmal noch was essen. War wirklich sehr lecker. Gab Brezel und so ein Pizzastück. Und da habe ich auch noch was von mitgenommen. Ich habe noch 2 Smoothies geholt und 2 Tafeln Schokolade. Werde ich mir zum Laufe des Tages so nach und nach reinziehen. Und ich denke mal, dass das eigentlich bis auf Trinken für heute ausreichen müsste. Und ich nichts mehr nachkaufe. Weil nochmal einkaufen möchte ich eigentlich nicht. Das Einzige, vielleicht nochmal an der Tanke halten, was zu trinken holen oder halt irgendwo fragen, ob ich Wasser auffüllen kann. Aber das war's dann auch. Ich fahre jetzt gerade mitten einmal durch Münster durch. Und ich muss sagen, Münster gefällt mir auch sehr. Also die Stadt ist jetzt nicht so besonders schön, zumindest den Teil, den ich noch nicht, also den ich gesehen habe. Aber die Fahrräder haben ja auf jeden Fall Vorrang. Super organisiert mit dem Radverkehr, gibt oft getrennte Seitenstreifen und so, also baulich getrennt sogar. Einziger Nachteil ist, Bremen
Ich fand Bremen aber ein bisschen besser, weil da die Radwege im besseren Zustand waren. Also hier sind die so. Natürlich nicht nur, es sind auch deutlich bessere dabei. Aber Bremen war da doch schon ein bisschen ausgebauter, zumindest durch die Teile, die ich gefahren bin. Aber es ist trotzdem recht angenehm, hier durchzufahren. Und man ist eigentlich ganz flott unterwegs, dafür, dass man durch eine größere Stadt fährt, muss ich sagen. Es ist jetzt Kilometer 73. Ich bin durch Münster durch, alles ohne Probleme. Und jetzt mache ich gleich aber erstmal eine Mittagspause, weil ist jetzt fast Halbzeit und die habe ich mir, glaube ich, echt verdient. Bisschen was essen, bisschen trinken, bisschen am Solarpanel laden, schadet auch nie. Ja, ansonsten, das Wetter könnte gar nicht besser sein. Sind schon wieder, keine Ahnung, 27, 28 Grad gefühlt. Kaum habe ich die Aufnahme pausiert, habe ich schon Plätzchen gefunden. So schnell habe ich damit jetzt nicht gerechnet, aber ich bin jetzt an so einem Golfplatz. Und sitze jetzt auf dem Holzstamm, werde jetzt eine Mittagspause machen. Ich glaube, ich werde mich auch umziehen. Die langen Hose ist jetzt auf jeden Fall zu warm. Ich schwitze jetzt schon wie weiß nicht was, obwohl ich mich gerade nicht mal bewege. Vielleicht gehe ich da auch noch drüben in den Schatten oder so. Ich weiß noch nicht, muss ich mal gucken. Kilometer Nummer 93 ist es jetzt. Ja, ist gar nicht mehr so weit bis zum Beispiel schon Castrop-Rauxel. Ist zumindest der erste Ort, der mir so wirklich was sagt. Ja, ich habe mich auch einmal komplett umgezogen. Also T-Shirt halt nicht, aber... Ich habe ja vorhin das Langarm-T-Shirt ausgezogen und jetzt habe ich noch eine Kurzhose an, weil es ist echt viel zu warm. Ich gehe hier selbst im Schatten gerade ein. Ja, aber ansonsten, ich fühle mich noch gut. Es ist 14 Uhr und ich denke mal, das wird heute auf jeden Fall drin sein, bis zum Ende zu kommen. Das wären jetzt noch ungefähr so 60 Kilometer, denke ich mal. Ja, und jetzt trinke ich einmal was und dann geht es auch schon weiter. Langsam Richtung Castrop-Rauxel. Mal schauen, wie lange es dahin noch dauert. So, es sind hiermit jetzt offiziell nur noch 50 Kilometer. Bis Essen Hauptbahnhof. Von da aus dann nochmal so, ich sag mal, 3 Kilometer bis zum Auto. Hier geht es gerade eigentlich ganz gut zu fahren Richtung Castrop-Rauxel. Ein bisschen mehr Gas geben gerade. Super Tag. Bin zufrieden. Ich denke mal, in spätestens 3 Stunden bin ich da. Ich habe gerade zweimal wieder gegen die Wand geredet, denn die GoPro SD-Karte ist voll und ich habe jetzt eine neue reingemacht. Also jetzt gerade erst. Das heißt, die anderen beiden Videos hat er leider nicht aufgenommen. Ist auch nicht so schlimm, passiert. Naja, auf jeden Fall ist hier ziemlich viel Verkehr schon, wie man hier sieht. Und hier geht es jetzt an der Straße weiter, aber ich denke mal, das geht trotzdem recht fit. Und ja, es ist 14.47 Uhr und ich kann jetzt mal gucken, dass ich vielleicht so bis spätestens 18 Uhr da bin. Da würde ich mich echt freuen. Ich muss ja noch mit dem Auto nach Hause fahren, 3-5 Stunden fast. Und ich bin dann einfach froh, wenn ich zu Hause bin oder angekommen bin. Aber es ist echt super geil zu fahren, also es ist warm, es ist sonnig, es ist super schön. Was möchte man mehr? Musik läuft auch richtig gut, muss ich sagen. Dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Kilometer Nummer 123, ich musste gerade einen ordentlichen Umweg fahren, weil der Leinpfad irgendwie neu gemacht wird, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte ich da nicht da lang, musste ein bisschen durch eine andere Stadt. Und ja, es sind jetzt noch 30 Kilometer bis zum Zielpunkt. Sollte auf jeden Fall gerade gut machbar sein, spätestens 2 Stunden. Bin ich da, so gegen 18 Uhr, wie gesagt. Sieht super. Aber es ist ja trotzdem voll okay, wenn er nicht asphaltiert ist, sondern einfach nur so ein feiner Schotter ist. Den fahre ich jetzt erstmal so 5-6 Kilometer, denke ich mal. Und dann muss ich noch durch Herne Richtung Essen, also Richtung Essen-Ruhr. Und von da aus kann ich dann zu meinem Auto radeln. Und dann bin ich auch wirklich einfach fertig erstmal. Also nicht, dass ich mich jetzt gerade überanstrenge, aber man merkt natürlich die ganzen Tage jetzt. Wieder richtig typisch ich. Ich habe gedacht, ach, bist du doch ein bisschen klug. Fährst den kleinen Abschnitt nicht, den die Karte anzeigt, sondern fährst eine kleine Abkürzung. Ja. Dann habe ich gemerkt, oh, ich komme ja gar nicht mehr auf die Strecke. Woran liegt das denn? Richtig, weil die Bahntrasse, auf die es geht, einfach 10 Meter über mir war und es keinen Aufstieg mehr gibt. Kleines Stückchen zurückfahren und jetzt fahre ich wahrscheinlich drauf. Muss mal gucken. Naja. Ein bisschen doof gemacht, aber war wieder typisch von mir, ey. Und siehe da, Trasse gefunden. Also ich finde, die Bahntrassen sind echt eine super Sache. Aber die war jetzt so versteckt, also der Aufgang. Das hätte ich nie gedacht, dass da wirklich der Weg zur Trasse ist. Wäre jetzt nicht das Schild gewesen. Es ging einfach so mit, weiß nicht, 15% durch so ein Waldstück, was einfach auch nicht ausgebaut war, sondern wie so ein Feldweg nur war. Aber das war der richtige Aufgang. Also der richtige Weg zur Bahntrasse hin. Naja, jetzt kann ich hier entspannt ein bisschen fahren. Mal gucken, wie lange. Leider jetzt keine gute Aussicht. Das ist jetzt die Erzbahntrasse, glaube ich. Aber ich finde es echt nett mit der Höhe und so.
Hat schon was. Hier auch so über die Brücke. Aber natürlich jetzt nicht das Naturschauspiel oder so, weil ich meine, da ist nur eine Baustelle. Kilometer 145. Es ist 17.13 Uhr. Es hat gerade ewig gedauert, durch die Stadt hier zu schlängeln mit Google Maps an. Und war echt nicht gerade schön, aber ich habe es jetzt geschafft. Das Problem ist nur, ich habe keine Route mehr auf dem Garmin. Ja. Und deswegen musste ich es halt anders lösen. Jetzt sind es noch 8 Kilometer. Und dann bin ich auch da. Und dann filme ich noch mal ganz kurz, verabschiede mich noch einmal. Schon mal danke, dass ihr zugeschaut habt. Habt mich jetzt hier 11 Tage begleitet. Vor allem die Leute, die mir über Instagram geschrieben haben und so, danke an all die. Danke generell meinen Unterstützer. War eine spaßige Zeit. So, ich bin jetzt komplett happy. Auto startet, Rad ist eingeladen, ich fahre jetzt direkt los. Danke, dass ihr wirklich zugeguckt habt. War eine super wundervolle Reise und muss ich auf jeden Fall noch mal irgendwann wiederholen. Dankeschön fürs Verfolgen der Videoreihe. Hat wirklich Spaß gemacht, die ganzen Videos nochmal zu schneiden. Man hat quasi nochmal die ganze Tour so durchgelebt. Nicht alle Videos sind natürlich jetzt in die einzelnen Tage gekommen, sonst wäre man ja bei jedem Tag irgendwie bei 20, 30 Minuten. Aber war trotzdem cool, das so zusammenzuschneiden. Öfters habe ich jetzt in den Kommentaren gelesen, dass ich echt oft mein Solarpanel erwähne oder oft mich nochmal wiederhole und so. Das liegt einfach daran, dass man den ganzen Tag fährt und immer wieder so zwischendurch im, ich sag mal, halbe Stunde Abstand nochmal was in die Kamera sagt. Man vergisst echt einfach schnell, was man denn schon in die Kamera gesagt hat und was nicht. Und bevor man dann was vergisst, sagt man es halt einfach nochmal, damit man halt auf der sicheren Seite ist. Auf jeden Fall geht's demnächst weiter, schön mit anderen Videos. Könnt euch schon drauf freuen und bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.